Märchen. Denkst über keine Zeile wirklich nach, übersiehst, wo die Kommas stehen und durchlebst dein Leben wie im Schlaf. Du kennst erst den Anfang deiner Geschichte, doch wünsch dir insgeheim schon um 1000 Erfahrungen, 100 Momente und etliche Jahre reicher zu sein. Hast du erst den Kern des Schauspiels erreicht, bist du vielleicht in deiner Brust, dass alle Zeit der Welt nicht ausreicht, liest man die Kapitel unbewusst. Hast du erst den Kern des Schauspiels erreicht, bist du vielleicht in deiner Brust, dass alle Zeit der Welt nicht ausreicht, liest man die Kapitel unbewusst. Schnell durch dein Buch. Doch wenn du stets auf diese Weise denkst, was wird aus der Gegenwart, die du pausenlos verschenkst? Du kennst erst den Anfang deiner Geschichte, doch wünsch dir insgeheim schon um 1000 Enttäuschungen, Misserfolge, zerstörte Visionen reifer zu sein. Hast du erst den Kern des Schauspiels erreicht, bist du vielleicht in deiner Brust, dass alle Zeit der Welt nicht ausreicht, liest man die Kapitel unbewusst. Überfliegst die Seite nur achtlos, ganz ohne Ziel und ohne Sinn. Kannst du denn überhaupt noch die Handlung deiner Geschichte nachvollziehen? In einem Netz aus Konstruktionen verborgen, frag ich dich, wann kommt endlich dieses Morgen, von dem du sprichst, an dem du lebst, an dem du lebst.